Scheint ganz gut gesichert zu sein, ne? Na, Mauchi? Streckt sich. Sieh schon mal zu. Immer noch schön sauber aus, muss ich mal sagen. Das sieht man ganz gut den Bereich von oben. Das ist echt groß, ne? Schön. Hier irgendwo soll ja noch so eine Kamera hängen, ne? Sag. Da oben, ne? Ja. Wo ist die andere? Hier. Oh, hier. Oh. Ja, denke ich auch, dass die Schwimmbeckenkameras sind. Ich gehe mal schwimmen. Fontäne. Springen vom Beckenrand verbunden. Und das getönt die Scheibe, ne? Ja. Mhm. Das ist voll das Spannerfenster. Echt, ne? Ja. Ja. Ich seh's. Ich kann nicht gucken. Ja. Von der anderen Seite Spiegel. Ja, sehr schön. Hier auch noch ein Hotel ist. Nicht nur Schwimmbad. Das ist natürlich auch noch Gastronomie hier. Bitte? Garderobe?
Ja, sieht man überall. Diese typischen Schwimmbadspinde. Ja, das sind diese Armbänder, ne? Mit den Schlüsseln. Die sind auch noch alles voller Schlüssel. Hast du die gesehen hier? Ja. Hast du Körbchen, ne? Das ist der Sauna-Umkleideraum. Cool. Hat auch fast jeder so einen kleinen Spiegel noch dran, ne? Ja. Da denke ich auch. Und dann in die Treppe runter? Ich weiß es nicht. Muss ja, ne? Das ist ja richtig extrem. Hier ist jedenfalls die Rezeption. Dann wird hier der Eingang gewesen sein. Zum Schwimmbad-Sauna-Fitnessbereich sieht man ja da oben als extra Eingang vom Hotel. Weil der Hoteleingang ist ja vorne. Wir müssen hier aufpassen, wir sind ja an der Straße. Stimmt. Jetzt zum Beispiel. Das ist echt eine schöne, gemütliche Kaminecke. Wenn du dir vorstellst, du kommst hier so rein, hast dann Feuerchen brennen im Winter, kannst dich da schön hinsetzen, am Feuerchen. Diese Zahl 1974 kann natürlich damit zu tun haben, dass es hier erbaut wurde in dem Zeitraum. Ne? Das könnte ich mir gut vorstellen. Guck mal, da ist der Campingplatz. Ja, das sieht cool aus. Jetzt sind wir im Gastraum, wo wir vorhin schon mal durchgegangen sind zum Schwimmbad. Hängt da mal dran. Salzlampe. Da ist nur ein Tauchbecken von der Sauna. Ist komplett gefurert. Das Licht. Oder mal Tauchbecken. Ja. Na, hier kam so ein bisschen Wasser rausgesprudelt. Hat halt für eine gemütliche Atmosphäre gesorgt. Ich weiß nicht, ob man die Füße noch reinhalten konnte. Riecht das auch, ne? Oh ja. Aber original, ne? Ja. Voll. Es wurde gerade den Aufguss gemacht. Das war bestimmt richtig geiles, angenehmes Licht hier. Spannend, das ist. Tezaldium, was soll das sein? Weißt du das? Vielleicht was mit Salz? Vielleicht was.
was mit Salz oder sowas. Oh ne, ist nicht schön hier. Das war komplett voller Wasser. So riecht's auch. Naja, also. Boah. Das ist richtig räudig, finde ich. Das war nur Erde. Was denn? Das sieht aber immer schon krass aus, ne? Ja. Guck mal, oben die Decke. Ja. Das ist doch ein Gehen. Du musst ja ganz als eine Scheiße. Das ist ja. Laub aus dem Wald. Also hier ist die Ruhezone. Das ist auch ein sehr bekanntes Fotomotiv. Das ist doch gemütlich hier oben. Stimmt. Soll ich mal rumgehen, mal gucken, ob ich die sehe? Nee. Da ist nichts. Da ist nichts. Gar nichts. Ich hab die Hosen gemacht. Tja, nein umsonst. Aber schön sieht er aus. Sieht auch cool aus. Richtig fetzig. Schönes Motiv auch. Fototapete. Denkst nicht so bald. Ja, kaputt das Ding. Hält nicht mehr, oder? Hier geht's wieder runter. Die Terrasse ist hier noch. Hier kann man sich noch hübsch machen. Die Terrasse. Ah, geil. Guck mal, die Föhne an, die Fetzen. Ja. Voll 70er Jahre mäßig. So wie die Dinger aussehen. Passt. Ich weiß, wie viele Köpfe da schon drin gesteckt haben. Von wann sind die denn? Steht das da drauf? Ach du Scheiße, ich hab das gar nicht gesehen. Ist das ein Waschbär oder was? Geht der denn hier rum? Das ist kein Waschbär. Ein Dachs oder sowas? Ja, das würde ich eher sagen. Das arme Vieh ist hier verreckt. Oh Gott, ich werde mal drauf gelatscht. Ich hab das nicht gesehen. Ich wollte gerade gucken, von wann die Föhne sind. Steht aber nicht drauf, ne? Musstest du bezahlen? Sicher? Ach ne, ist nur nee. Ablaufuhr. Verstellen kannst du hier hoch und runter auf die gewünschte Größe. Hier nebenan sind auch noch hohe Liegen. Sämtliche Sitz- und Liegeflächen mit Handtuch oder Badematte benutzen.
So, wir sind wieder in der Rezeption. Hier haben wir auch noch eine kleine Treppe entdeckt. Gehen wir auch nochmal hoch. Das ist ein geiler Bereich hier. Das sieht ja schön aus. Wow. Richtig geile Ledersessel. Mal gucken, wie warm das ist. Heute ist nämlich ziemlich warm. 20, ich weiß nicht, ob man es erkennt, 25 Grad. Ah, der Bereich sieht noch super aus. Was ist das hier? Ja, Wanderstöcke. Auto steht noch. Ja, ist das ein Klima? Room Monitor Operation. Ja, das ist eine Klimaanlage. Ja, stimmt. Zwei Stück hingen immer. Also einer ist schon ein bisschen kaputt. Wow. Das ist echt mal richtig geil. Haben wir coole Fliesen. Auch wenn die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Das hat noch was. Schau mal nochmal. So zum Öffnen, ne? Genau. Amerikanischer Raum. Hier ist noch die Küche. AEG. Stehen auch noch die ganzen Tassen im Schrank. Hinten. Ja, es sind so Räume, die sind kaputt. Und Räume, die sind wieder in Ordnung, ne? Der Barbereich. Alles unter Wasser, ne? Wow. Boah, stinkt. Viel ist nicht mehr von übrig. Das muss echt irgendwie so ein Erdrutsch gewesen sein, ne? Und denn hier rein oder so? Nicht genau. Auf jeden Fall stand das richtig hoch. Der ganze Keller bis oben hin und dennoch das hier auch. Das ist heftig, oder? So ein Lauf, ein Stepper, ein Rad, ein Liegerad. Ja, austrainiert. Aber mach nicht zu, dann bin ich gefangen. Ja, ja, dann komme ich nicht mehr raus. Musst du rüberklettern, ist doch kein Problem. Kein Problem. Na komm, da kann man rüberklettern, das ist ja wirklich kein Problem. Nö, das würde gehen, stimmt. Das sieht ganz schön aus. Direkt mit dem großen Fenster schlafen.
schon ganz schön was kaputt gehauen. Waschbecken und so. Ja, auch kaputt. Das ist schade. Ja, dann hoffen wir wie immer, dass euch dieses kleine spontane Video gefallen hat. Uns hat die Location gefallen. Es war nochmal ein schöner Abschluss für unseren Urlaub. Spontan. Genau. Aber hat sich gelohnt. Jetzt geht's wieder nach Hause. Ja, dann sagen wir tschüss. Bis zum nächsten Video. Bye.